Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem DEL2-Punktspiel zwischen den Dresdner Eislöwen und den Heilbronner Falken. Endstand 3:4 nach Verlängerung. 1762 Zuschauer waren heute Abend in der Energieverbund Arena live dabei. Bei der Pressekonferenz, wie gewohnt, die beiden Trainer. Für die Heilbronner Falken begrüßen wir Gerhard Unterlugauer und für die Dresdner Eislöwen Franz Stehr. Unserem Gast gehört das erste Wort. Deshalb, Herr Unterlugauer, bitte Ihre kurze Einschätzung. Dankeschön, guten Abend. Als erstes möchte ich einmal unserem Verteidiger Henry Martins gratulieren und seiner Frau. Die haben wir heute in der Früh das zweite Baby bekommen und der hat es gerade noch zur Abfahrt geschafft und wir sind da sehr happy drüber. Und über das Spiel, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das war eines unserer schlechtesten Spiele in dieser Saison bis jetzt. Es war zeitweise im eigenen Drittel, die Zuordnung hat überhaupt nicht gestimmt. Die Jungs wollten nicht starten, stoppen. Wir haben auch Positionen nicht gehalten, Tore zu einfach hergeben. Der Leon hat überragend gespielt, muss ich wirklich sagen. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich aber trotzdem auch sagen, dass die Mannschaft mit sehr viel Charakter zum Schluss zurückgekommen ist. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dann das Ganze natürlich auch aus Dresdner Sicht. Franz, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend. Wir haben die Heimspiele, die Qualität hat sich fortgesetzt. Heute sind wir bestraft worden. Schlüsselsituation war natürlich das 5-3. Wir haben zu viele Fehlpässe gemacht. Das ist für mich nicht total unverständlich. Wir haben die ganze Woche Aufbau unter Druck trainiert. Genau diese Situationen. Wir haben zu viele Scheiben hergegeben. Pass auf 2 Meter nicht. Ich habe ihnen gesagt, es ist bloß Eishockey. Ihr braucht sich keiner in die Hose machen. Sie sollen einfach nur spielen. Aber es hat eigentlich nicht viel funktioniert, das heute Abend. Wir werden sicherlich morgen da ein ernstes Gespräch führen und da werden Sie natürlich ein paar jetzt dann warm anziehen müssen in Zukunft. Vielen Dank auch für deine klaren Worte. Dann gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit, Fragen an die beiden Trainer zu richten. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann die Ergebnisse noch aus den anderen DL2-Arenen. Frankfurt schlägt die Lausitzer Füchse mit 9:2. Freiburg gewinnt gegen Tölz mit 6:3. Auch Bad Nauheim feiert einen Heimsieg 2:1 gegen Bayreuth. Bietigheim Steelers gewinnen 7:5 gegen die Ravensburg Tower Stars. Und die Eispiraten Grimmitschau unterliegen dem ESV Kaufbeuren mit 0:4. Wie geht es weiter? Am Sonntag, dem 1. Oktober um 19 Uhr die Dresdner Eislöwen gefragt bei den Tölzer Löwen und am Freitag, dem 6. Oktober um 19:30 das nächste Heimspiel in der Energieverbund Arena zu Gast der EC Bad Nauheim, Pneuhage GmbD. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie da wieder bei uns begrüßen dürfen. Unseren Gästen aus Heilbronn einen guten und sicheren Nachhauseweg. Bis bald.